was dein Füller über dich aussagt. Hey, ich beneide dich. Ich wollte schon immer mal so einen richtig teuren, coolen, alten Vintage-Füller und meine Eltern wollten die mir niemals besorgen. Wo kriegt man überhaupt solche Dinger? Ich weiß auf jeden Fall, jeder in der Schule beneidet dich und darauf kannst du stolz sein. Insgeheim wollen wir alle so sein wie du. Nur laufen diese Füller voll oft aus. Darauf hatte ich gar keinen Bock. Boah, so ein guter Grundschulfüller, egal welcher. Wenn du den noch hast und gar nicht mehr in der Grundschule bist oder in der Grundschule bist, sympathisch. Ich habe meine Grundschulfüller bis zur 12. Klasse immer noch behalten. Würde ich auch nicht anders machen, weil ganz ehrlich, die schreiben gut, die machen das, was sie sollen und sie sind angenehm in der Hand. Was soll ich denn? Nervt mich doch nicht. Wir sind Pragmatiker. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, was das heißt, aber egal. Hey, wenn du mit Kuli schreibst, du machst mir Angst. Wirklich gar kein Tintenkiller oder so? Du vertraust deiner Schrift einfach so? Du bist mutig. Du bist mutiger als ich zumindest. Ach, nö. Ganz ehrlich, wir hatten drei bei uns in der Klasse, die so einen Füller mit so einer riesigen Feder hatten. Man kann es doch übertreiben. Deren Hände waren immer blau von dieser komischen Tinte da. Ja, ist schon irgendwie cool.